Ob Sie mit Mr. Hunter noch zusammenarbeiten? Oder arbeiten Sie jetzt auf eigene Rechnung? Mit Hunter habe ich nichts mehr zu tun. Nun, dann werden Sie gestatten, dass ich Sie jetzt festnehme. Mich? Wieso denn? Ich habe doch nichts getan. Nein? Ich dachte doch. Haben wir Sie nicht eben in Flagranti dabei ertappt, wie Sie einen netten, kleinen Einbruch verübt haben? Ich habe nichts weggenommen. Aber Sie wollten. Das können Sie mir nicht nachweisen. Immerhin, der Einbruch reicht aus, um Sie festzunehmen. Und während die Untersuchungen gegen Sie laufen, wird es uns gelingen, die Liste der Anklagepunkte zu vervollständigen. Was wollen Sie damit sagen? Es ist uns bekannt, dass Sie Mr. Hunter sehr nahe gestanden haben. Ja und? Hunter hat einiges auf dem Kerbholz. Schon ein Bruchteil der Delikte, die er begangen hat, würde ausreichen, um ihn zeitlebens hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und was hat das mit mir zu tun? Oh, eine ganze Menge. Denn Sie waren seine Komplizin. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe nichts mit Hunter zu tun. Ich habe mich von ihm getrennt. Leider zu spät, verehrte Miss Lucy. Solange Hunter Präsident dieses Selbstmörderclubs war, haben Sie mit ihm sehr eng zusammengearbeitet. Das kann ich bezeugen. Ich war nur bei ihm angestellt, das ist alles. Und wenn Sie etwas anderes behaupten, dann steht Aussage gegen Aussage. Sie vergessen, dass nicht nur ich über Sie Bescheid weiß, sondern auch Oberst Geraldine.